Gestern hat der Bundesrat neue Corona-Massnahmen beschlossen. Man kann davon ausgehen, dass jetzt so die Situation mit Maskenpflicht und keine Zuschauer im Stadion die jetzt auch noch länger wird begleiten, auch hier bei uns zu tun. Carlos Bernegger, kann man sich an eine solche Situation als Trainer überhaupt gewinnen, ein solches Spiel zu haben? Ja, es ist wichtig, dass in ganz der Schweiz wird das einheitlich durchgeführt. Die Regel ist für alle genau das Gleiche. Und das ist natürlich als normale Bürger. Es ist eine ganz spezielle Situation. Und als Sportler müssen wir uns an dieses Protokoll einhalten, um unseren Beruf ausüben zu können. Und deshalb es ist es nicht einfach. Aber es muss machbar sein, dass wir alle bewusst sind, dass wir, das ist der richtige Weg, um ein normales Leben wieder führen zu können. Jetzt so während einem Spiel, wenn es keine Zuschauer im Stadion hat, das hat ja vielleicht auch einen Einfluss auf das Spiel. Oder sehe ich das falsch? Oder wie hast du das Gefühl? Was haben die Fans generell für einen Einfluss auf das Spiel? Ja, immerhin wird das Spiel gefilmt, wird das gezeigt. Also das hat schon eine gewisse Bedeutung in der Öffentlichkeit nach außen. Aber nach wie vor, es ist nicht dasselbe, den Fußball mit den Zuschauern, ohne Zuschauer zu praktizieren. Die Emotionen, das Feiern, das Jubel oder das sich gleich ärgern, das Miteinander, diese Empathie mit Zuschauern, es fehlen in allen Bereichen. Und es ist manchmal fast so traurig, dass so einen Wettkampf ohne Zuschauer kann man das bestreiten. Und von dem her, es ist eine neue Situation, man muss sich anpassen und versuchen, das Beste das zu machen. Jetzt wissen wir ja noch überhaupt nicht, wie das weitergeht. Wie gross ist deine Angst jetzt so vor dieser Unsicherheit, was da auf uns zukommt? Ja, jeden Tag werden wir konfrontiert mit den solchen Massnahmen oder Nachrichten bei den Kollegen, bei den Freunden, bei den Angehörigen. Und man macht sich schon die Gedanken, oder ist das richtig so? Müssen wir so weiter? Oder es ist okay, wir versuchen, ein normales Leben zu führen, aber trotzdem parallel auf den Covid. Und das ist natürlich schon in Hintergedanken eine gewisse Respekt, Angst, wie lange wird das so dauern. Und deshalb, wir können nur hoffen, dass so schnell wie möglich das ein Ende hat. Neben all diesen Corona-Schwierigkeiten bist ja du ja hierher gekommen zu einer Mannschaft, die gerade abgestiegen ist, die so nicht ganz einfach war. Jetzt sind ein paar Wochen vergangen, seit du hier angefangen hast. Wie zufrieden bist du mit den Fortschritten, die die Mannschaft gemacht hat? Sehr, sehr zufrieden. Ich fühle mich sehr wohl im Verein. Außerhalb von dem Verein wurde ich sehr, sehr gut aufgenommen. Die Mannschaft zeigt trotz dieser schwierigen Momente, die hat müssen noch erleben, eine große Bereitschaft mit einer guten Einstellung und Wille auf die Situation, wo man muss noch lernen, gleich etwas Positives noch nehmen, etwas Konstruktiver. Und natürlich in der Realität, was die Challenge League anbelangt, sofort Fuß fassen und dort peu à peu, Schritt für Schritt noch Fortschritte können machen. Und die Spieler kommen langsam auf diese bewusst zu sein und diese neue Realität wahrzunehmen. Und das ja auch mit Resultaten, die sich sehen lassen. Letzten Freitag der Last-Minute-Sieg, 2-1 gegen Kriens. Wie beurteilst du die Leistung in diesem Spiel gegen Kriens? Ja, natürlich, wenn man gewinnt und der Art und Weise auch das stimmt, dann ist man natürlich noch doppelt glücklich als Trainer. Oder? Erste Halbzeit haben wir ein sehr gutes FC Thun gesehen, auswärts gegen einen starken Gegner. Zweite Halbzeit haben wir gewusst, dass die Kriens noch etwas mehr für das Spiel, noch den Unentschieden sucht. Und wir sind in der Lage, dort gewesen, Ruhe zu bewahren und verdient auch das zweite Tor geschossen. Und natürlich auswärts
in der Konstellation, die sich gegeben hat, zwei Spiele müssen noch wegen Quarantäne wegbleiben, unmittelbar vor der Abfahrt. Alle diese Veränderungen hat die Mannschaft sehr gut das verkraftet. Und deshalb es war es ein sehr wichtiger Sieg gewesen. Die beiden Spieler übrigens sind jetzt auch wieder zurück. Die sind wieder dabei, morgen gegen Aarau. Da ist Aarau zu Gast in der Stockholm Arena. Das Abschlusstraining ist durch, die Videoanalyse ist gemacht. Was gibt es für ein Spiel morgen? Ja, Aarau für mich ist eine von der stärksten Mannschaft in der Liga. Hat ein sehr gutes Mix zwischen erfahrenen Spielern, die schon ein, zwei Saison in der Challenge League gespielt haben und gleichzeitig mit den Jungen, die auch diese Erfahrung letzte Saison mitgemacht haben in der Challenge League. Sehr gut sich verstärkt. Und von den her, es wird ein harte Match, es wird sicher ein spannender Match mit der Hoffnung, dass FC Thun ein erfolgreiches Spiel macht.